Vielleicht, liebe Schwestern und Brüder, sind wir durch die Schriftworte, die wir in dieser Fastenzeit hören, so ein wenig in die Spur gekommen. Und sobald wir ein wenig in der Spur sind, hören wir sehr, sehr kritische Worte. Wenn man sie nicht recht versteht, wird man aus der Spur wieder herausgeworfen. Also Volk von Sodom und Gomorra ist nicht gerade eine schmeichelhafte Anrede, die der Prophet Jesaja wählt. Heute Morgen noch haben wir in der Vigil diese Begebenheit gelesen von Sodom und Gomorra und dem Untergang dieser Städte. Aber auch was Jesus im Evangelium sagt, das gilt ja nicht nur für damals, es gilt uns heute. Und wir können uns fragen, das, was wir uns in der Fastenzeit vorgenommen haben, gilt auch für uns dieses Wort: Alles, was sie tun, tun sie nur, damit die Menschen es sehen. Dabei müssten wir sagen, in unserer Zeit wäre es vielleicht sogar ganz gut, dass Menschen wahrnehmen können, dass es noch ein paar Verrückte gibt, die fasten. Aber es gibt eben noch mal einen Unterschied zwischen der Wahrnehmung und dem, was Jesus hier meint, dem zur Schau stellen. Wenn wir noch einmal auf die Erfahrung der alten Mönche schauen, können wir Folgendes lesen. Ein Bruder, ein Asket, aß kein Brot. Und er besuchte einen großen Alten. Es waren aber zufällig auch andere Fremde dort. Und der Alte machte ihretwegen ein wenig Gekochtes. Und wie sie, sich hinzusetzen zu essen, legte der Asket nur eingeweichte Kichererbschen vor sich und aß. Und als sie vom Essen aufstanden, nahm ihn der Alte beiseite und sagte ihm: Wenn du jemand besuchst, mach deine Lebensweise nicht offenbar. Wenn du deine Lebensweise einhalten willst, setz dich in dein Kellion und geh niemals hinaus. Belehrt durch das Wort des Alten wurde er gesellig beim Besuch der Brüder. Also hier haben wir genau den Punkt, das nicht zur Schau stellen. Alle essen etwas, nicht groß, luxuriös, ein bisschen gekocht. Das ist ja so eine Form von gedünstetem Gemüse gewesen sein. Nicht besonders üblich. Aber der andere isst halt kein Brot, er nimmt davon nichts, sondern bleibt bei seinen Kichererbschen. Damit auch alle sehen, wow, das ist aber ein Asket. Das gehört sich nicht. Das hat mit dem Evangelium zu tun. Also die Anfrage an uns heute: Wie sieht das bei uns aus? Wir haben heute oft eine, wie soll ich sagen, so etwas wie eine doppelte Perversion des Evangeliums. Scheinbar nehmen wir das Evangelium ganz wörtlich. Und genau durch dieses Demonstrative ganz wörtlich nehmen, pervertieren wir es zugleich. Ich denke, eine große Gefahr innerhalb der Kirche ist diese Sache mit der Vaterschaft. Natürlich alle, die sagen, ich lasse mich nie Vater nennen. Das fängt manchmal bei Bischöfen an, die dieses Konzept geistlicher Vaterschaft glattweg ablehnen. Ich lasse mich nicht Vater nennen. Das steht im Evangelium, Matthäus 23, da wissen Sie sogar die Schriftstelle. Das ist genau, wie Jesus das will. Ich würde manchmal gerne erleben, wenn dann solche Bischöfe etwa zu Besuch kommen und man würde sie wirklich als einfachen Bruder behandeln. Also weg mit den Pontifikalien, weg mit dem dicken Auto, das dann vorfährt und den entsprechenden Herrn bringt. Wie das wäre, man fährt mit dem Zug und man kann am Bahnhof abgeholt werden und man sitzt hier normal wie andere Schwestern und Brüder auch. Da weiß ich nicht, wie das dann wäre mit dem Konzept. Ob man das bis in diese Punkte durchhält. Deshalb habe ich ein Fragezeichen dahinter. Es ist klar, es geht nicht jede Vaterschaft. Vaterschaft als Paternalismus geht in der Kirche nicht. Sondern man kann immer nur Vater sein, wenn wir bei diesem Beispiel bleiben, als eine ganze, manchmal auch verschmutzte Ikone des einen Vaters im Himmel. Da ist keine so richtig leuchtend, solange wir Menschen sind, solange wir Sünder sind, alle. Es sind verschmutzte Ikonen, aber Ikonen dieses einen Vaters im Himmel. Das ist der Maßstab. Auch hier gilt das Wort, das Jesus auch bei Matthäus sagt. Und das gilt auch für die geistlichen Väter. Seid vollkommen, wie euer Vater im Himmel es ist. Also einfach nur das Wort Jesu herzunehmen und zu sagen, das befolgen wir aber. Das ist nicht so einfach. Es kann auch eine Zurschaustellung sein, die das Evangelium pervertiert. Also prüfen wir uns selber, wie wir das halten
ob wir auch zu der Fraktion derer mit den Kichererbschen gehören, damit die anderen das nur ja sehen, oder ob wir das zu Hause tun. Ob es uns wichtig ist, etwas zur Schau zu stellen, oder ob wir ernsthaft unsere eigenen Schritte gehen und wissen, wie es uns Jesus am Beginn aus der Bergpredigt der Fastenzeit gesagt hat: Euer Vater, der das Verborgene sieht, wird es euch vergelten.